Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19 auf dem PC auf der Kernstadt. Ja, zur ersten Folge heute hier am Sonntag. Wie gesagt, wir werden jetzt die letzten Wochen vor LS22 am Sonntag immer zwei Folgen machen. Die eine jetzt hier um 10, die andere halt um 1. Und ja, wenn meine Rechnung stimmt, wären wir so ungefähr eine Woche vor LS22 fertig mit der 8. Folge und die werden wir dann auch nochmal live machen. Ja, das wird nicht lange dauern. Ne? Wir sind ja mittlerweile, sind wir dann schon angekommen bei der Folge 730. Das ist die Folge jetzt hier. Ist nicht mehr lang hin, nur noch 70 Folgen. Ne? Mal sehen, wie weit wir noch kommen. Also ich vermute ja mal, wir werden vielleicht das noch gerade abernten können, was wir angesehen haben, wenn das relativ zeitig im Sommer erntereif wird, aber wenn wir überhaupt noch bis zum Sommer kommen. Je nachdem, wie schnell wir im Winter kommen, wir können auch im Winter nicht einfach nur komplett vorspulen. Das wird auch nichts, weil dann würden wir unsere Tiere verhungern. Ne? So, was machen wir heute noch? Ja, so abfahren, ein bisschen zugucken bei der Arbeit. Ne? Das könnte man auch tun. Ne? Ja, er muss sich Kalk holen, er kalkt hier oben die 1. Die ist ja erst frisch gescannt. Er kalkt hier die 2. So wie es aussieht, war er erst Kalk holen. Wenn ich hier das richtig deute, muss er jetzt noch das Vorgewände machen. Und dann ist das ja auch fertig. Ne? Hier wird gepflügt auf der 27. Ja, unsere Abfahrer stehen natürlich bereit. Für besseres Wetter und genau hier sind wir richtig. Er soll ja noch die zweite Ladung Paletten. Nicht Paletten, die erste Ladung Krautsalat holen. Ne? Oder die zweite Ladung von mir, also auch die erste Ladung war ja eine Ladung Möhrensalat. Da schauen wir mal, wo der Krautsalat hin muss. Denn wir sind ja seit letzter Folge, seit gestern sind wir schuldenfrei, ne? Wo will ich denn hin? Dahin will ich. Wir sind schuldenfrei und sofort gucken. Ne? Nicht, dass sich was geändert hat. Nee, nee. Krautsalat 475 am Gasthof. Muss er hoch. Das wird er schaffen. Und dann werden wir ihn irgendwann wiedersehen da oben. So, hier Gasthof. Er fährt Richtung Ausfahrt. Das passt erstmal. So, unsere LKWs, die stehen natürlich jetzt hier nach getaner Arbeit. Da hinten wird natürlich noch ein Autodreifahrer drin sitzen, den können wir erstmal rausnehmen. Mal gucken, was wir mit ihnen noch anstellen. Müssen wir die anderen Produktionen noch so ein bisschen abklappern. Wir haben ja unseren anderen LKW genau hier hingeschickt, Richtung Gestellfabrik. Die werden wir vorne aufladen, die Gestelle. Und dann werden wir schauen, wo wir unser Leder loswerden. Vielleicht ist gar das mal Gestelle und das Leder an dieselbe Stelle bringen können. Also mir schwebt da Baumarkt oder Güterbahnhof. Ne? Güterbahnhof ist ja so eine Anlaufstation, wo man glaube ich alles verhökern kann, verkaufen kann. Hier fahren wir mal noch gleich rüber. Ui, hier kommen wir nicht rum. Fahren wir am besten hinten lang. Ein bisschen Tierhaut ist noch da, ist nicht allzu viel. Aber ich denke mal auch, die Kühe werden bald verarbeitet sein. Da haben wir dann wieder Tierhaut, was wir herbringen können. So, und dann schauen wir mal, wo wir das ganze Leder und die Gestelle loswerden. Gestelle sind relativ weit hinten, Leder auch, also Güterbahnhof wären die Gestelle und Baumarkt ist Leder, ich meine, das sind 80 Euro Unterschied, hier sind es 15, also man könnte auch alles beim Baumarkt abliefern, wir fahren mal zum Baumarkt, da wir jetzt schuldenfrei sind, wir müssen zwar noch zwei Felder kaufen, aber
Selbst das Geld müssten wir fast zusammen haben mit dem Verkauf dann hier. Ja, ob wir jemals hier Textilfabrik und Stofffabrik oder Weberei, ob wir die noch produktiv kriegen, aufgrund dessen, dass uns die Rohstoffe mehr oder weniger fehlen, weiß ich noch nicht, mal schauen. Das müssen wir echt schauen. Wenn hier stehen auch noch drei Paletten Schuhe rum, glaube ich, ne? Weil Schuhe aus Leder produzieren, das lohnt irgendwie nicht. So, unsere Sämaschine, die hat definitiv schon eine Vorgewendebahn gleich rum. Er muss noch eine Reihe, Feldreihe machen, dann wird er auch mit dem Vorgewende anfangen. Kann natürlich sein, er fährt nochmal runterfahren hier, denke ich mal. Also muss er ja komplett einmal ringsrum fahren, aber selbst das wird er schaffen. Und da liegt man auch gut in der Zeit. Wir haben es jetzt 16.18 Uhr gegeben. Warum ist denn Zeit 1 eingestellt? Wann habe ich denn das eingestellt? Na, eigentlich spielen wir doch die ganze Zeit auf Top 5, oder nicht? Da bin ich da vorhin drauf gekommen. Das ist natürlich gut möglich, wo ich vorhin Abladen gemacht habe, da war ich so halb abgerutscht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Weiß ich jetzt gar nicht, wie lange wir Zeit 1 gespielt haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht, wo ich mit Aufnahmen begonnen habe. Da war es 5. Also jetzt hier die dritte Aufnahme. Ja, egal. Weiß nicht, wann das passiert ist. Ich glaube, irgendwann mal beim Autoload umschalten, da bin ich mal irgendwo nicht richtig auf der Tastatur gefasst, ja, weil ich spiele mit Controller und muss dann immer noch Tastatur nehmen. Naja, wird schon irgendwo passiert sein. Das wird schon irgendwo passiert sein. So, dort einen Anfang hat er nicht so schick gemacht, ne? Wollen wir gleich mal rausnehmen, wenn wir das nacharbeiten dort. Ja, das müssen wir auch nicht machen. Sieht man es auf der Übersichtsmap? Nein, da sieht man es aber nicht. Lass mal so. So genau, er fährt noch eine Bahn runter und dann wird er mit dem Vorgewende anfangen. Das sollte dann auch funktionieren. So, er ist ja noch kräftig dran, die Zähne zu spritzen. Oder von Unkraut zu befreien, wie auch immer. Ja, die warten natürlich alle. Er ist auf der Rücktour hier mit seinem Kalk. Ja, dann müssten wir alle Helfer durchhaben, ne? Oder? Ne, wir sind aber da irgendwo umgestiegen, ne? Gut, er ist gleich am Gasthof, bleiben wir gleich hier. So, wir werden ihn hier aber dann mal in Sägewerk 1 runterschicken. Oder beziehungsweise in Forstbetrieb 1. Damit wir dort mal Paletten ausladen können. Ja, schön langsam fahren. Hier steht ein Blitzer, ne? Und werden dort die Bretter umlagern, Paletten auslagern, sodass welche produziert werden können. Nochmal Paletten neue. Denn wir haben doch dort schon auch ein bisschen was auf Halde stehen. Da kommt noch was dazu. Ich weiß, gibt doch die Palettenlager hier von der Map. Oder von, ja, generell vom LS-Mapping-Team. Habe ich nicht in Gebrauch. Das kriegen wir hier auch so hin. So, hier musst mal auf den Trailer abladen. Wenn ich mich recht entsinne. Und das, der Rest ist am Baumarkt angekommen. Wie gesagt, es wird nicht die Wahnsinnssumme sein bei den Krautsalat, aber er wird auch relativ einfach produziert. Ne? Ach, da stehen wir nicht richtig drin im Trigger. Na ja, gut. Kriegen wir wieder zwei Verkaufssummen, oder? Können wir das hier noch ein Stück vorrücken? Das sollte gepasst haben, oder? Nimmt es hinten weg, ja. Jetzt nimmt es vorne die Balletten nicht mehr. Also irgendwas ist doch immer. Hat natürlich nicht gepasst, ne? Nochmal das Ganze. Also 30.800 haben wir schon mal.
Dann kommt noch mal eine kleine Summe dazu. Na, schaffen wir 900.000, ja. Oder? Oh ne, schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Kriegen keine 1.000 Euro mehr, oder? Doch, 500, 600. Doch, kriegen wir 900.000 gerade so geschafft. Nochmal 5.000, sind dann 30 dazu. Oder 5,7, also 36.000 hat die Ladung gebracht. So, wie gesagt, ihn schicken wir jetzt hier ins Forstbetrieb 1. Den werden wir dort irgendwo einfach mal parken lassen. Konserve. Am besten Stämme anliefern. Geht relativ zentral, stört keinen, hoffe ich mal. Und da werden wir danach nochmal hinspringen. Denn unser zweiter LKW ist am Baumarkt angekommen. Er sollte hier stehen. Tja, kriegen wir die alle rein, einen Trigger? Das werden wir gleich erleben. Wir fangen mal vorne mit dem LKW an. Schieben das mal noch ein richtiges Stück rüber. Können ja auch fast nebeneinander stellen. Ne? So, und zack, abladen. Es sollte passen hier so. So, die Millionen werden wir knacken. Alles andere wäre bei den Lederpreis enttäuschend. So, Gestelle sind gleich durch. Kriegen natürlich dann für die beiden Ladungen eine Summe nur erwiesen. 1,2 Millionen sind wir. Noch 27.000. Sieht gut aus, ne? So, wo könnten wir jetzt noch hin? Eigentlich könnten wir jetzt noch in die Brauerei. Dort müsste noch Bier produziert worden sein. Und wir könnten dann natürlich noch in die Bäckerei. Schauen wir erstmal in die Ölmühle. Ne? Wollte ich ja sagen, da müssten wir doch auch was bekommen können. Das sieht ja auch ganz gut aus. Ist alles voll. Alle drei Outputs sind voll. So, dann Brennerei wird nicht viel da sein. Weil wir werden wieder... ach so, doch. Whisky wird natürlich produziert, weil wir Getreide hergefahren haben, aber jetzt hier Trester-Schnaps, da ist mit Sicherheit Trester alle. Da müssten wir auch in die Winzerei erst fahren. Um 16:52 ist immer so eine Sache, ich meine, könnte man eine Tour schaffen, aber keine zwei. Hier wird nicht ordentlich gepflügt, ne? Na gut, ist nicht das Problem. So, und eigentlich Brauerei wird es genauso aussehen, dass wir dort nicht hinspringen können. Nicht kaufen, hinspringen. Weil wir hören kein Geräusch, ne? Da wird hinter uns alles voll stehen. Können wir uns jetzt überlegen, was wir als erstes noch machen. Öltechnisch sieht es hier relativ gut aus. Und wir hatten doch hinten Melzerei, hat man da nochmal Getreide angeliefert, oder? Wie viel Malz haben wir jetzt hier drin? Das sind auch über 100.000, also 126.000. Damit kommen wir auch noch ein ganzes Stück. Ja, also haben wir sozusagen drei, vier, fünf Artikel, die noch verkauft werden können. Jeweils eine Ladung voll, 20 Paletten. Das ist sehr gut. So, Mühle hat mir dann noch mal was hingefahren. Muss da was noch in die Bäckerei, bevor wir hochspringen. Sofern wir springen können, sind noch 92.500 Liter Mehl da. Und in der Bäckerei auch wieder komplett produziert, also 7
7 Ladungen voll Ware kann verkauft werden. Wir haben nicht mehr viel Backmohn oder Sonnenblumen, Backmohn, was hier ist. Da werden wir mal einen LKW nehmen und den werden wir rüberschicken. Wie viel Backmohn haben wir jetzt mittlerweile produziert hier? Es ist ja auch nach der Nacht, müsste ja einiges produziert worden sein. So ziemlich genau 143.000 Liter. Für zweimal fahren reicht es nicht, ne? Da stellen wir ihn einfach auf zweimal fahren ein. Mal gucken, was er macht, ne? Wenn er kommt, dann theoretisch eigentlich irgendwann hier zum Parkplatz zurück, ne? Nicht cosplayen, machen wir mit Autodrive. Wir werden abholen, abliefern. Zwei Durchgänge. Wir laden uns in der Backmohnproduktion Verladung. Fahren in die Bäckerei. Bäckerei. Liefern dann Sonnenblumen, Backmohn anliefern dorthin. Mit Backmohn da oben. Wie gesagt, zwei Durchgänge, das kann er erledigen. Für der zweite LKW wird eine Ladung. Mal gucken, Gerste. Da springe ich nochmal runter. Was geht alles in eine Mühle rein? Auf jeden Fall Gerste und Weizen. Und Gerste, Weizen, Dinkel, Roggen. Mal schauen, wo wir das meiste haben. Können wir auch hier gucken. Ich denke mal, das geht genauso. Wir müssen bloß ganz vor hier in unserer Liste. So, Gerste, Weizen. Ja, Gerste 877, Weizen 691, Hafer haben wir nicht viel, ne? Dann hätten wir auch die Möglichkeit mit Dinkel und Roggen. Das sind ja definitiv erstmal Mottfrüchte. Roggen haben wir gar nichts mehr. Den haben wir schon alles verhökert. Und Dinkel haben wir 264.000. Würde ich sagen, fahren wir zwei Ladungen oder machen wir eine. Er kann auch zwei Ladungen fahren. Er wird zwei Ladungen Gerste nochmal in die Mühle bringen. So dass wir da am nächsten Tag auch nochmal Mehl haben. Besten erstmal alles zumachen und dann fangen wir ja an mit Hof, Getreidelager, Abholung oder Verladung und brauchen dann natürlich die Mühle und ich glaube, die steht in der Liste komischerweise ganz, ach nee, das ist die Ölmühle, die ganz unten steht, die normale Mühle steht hier dazwischen und wir fahren zwei Ladungen Gerste, obwohl wir dann die Gerste noch in der Brauerei brauchen, ne? Ja, irgendwo können sie nur an einer Stelle verarbeiten. Das steht natürlich auch fest, ne? Oh. Das ist natürlich hier, 4 Touren wollen wir nicht fahren, wir wollen nur 2 fahren. Das wäre es natürlich jetzt gewesen, ne? Da hätten wir dort die Hälfte unserer kostbaren Gerste fast dorthin gebracht, ne? Ja, soweit so gut, ne? Ja, wir brauchen Kartoffeln für die Konserve, wir brauchen Kartoffeln für Fanny. Und wir müssten dann, glaube ich, noch, ja gut, Zucker hat man noch relativ viel drin, ne? Wir müssten dann ja noch Zuckerrüben in die Zuckerfabrik bringen. Da hat man ja gesehen, hat man nicht mehr, vielleicht 200.000 waren noch drin. War allerdings 1 Million produziert und wir haben ja noch 2 Millionen Zuckerrüben auf Lager. Also da können wir danach dann auch nochmal einen LKW losschicken, wenn die hier mit den zwei, wenn jeder mit seiner Aufgabe fertig ist. Na, werden sie fast nicht mehr in der Folge schaffen, oder? Hm, mal gucken. Also
Also einmal Ablieferung auf alle Fälle. Da muss ich sehen, muss ich beim nächsten Mal bloß dran denken. So, mit Ihnen hier fahren wir zuerst in die Brennerei, holen dort Whisky. Und in der Brauerei holen wir uns Bier. Wie heißt es denn so schön? Ein Bier und einen kurzen, ne? Oder so ähnlich, ne? Obwohl man den Whisky eigentlich nicht aus dem Schnapsglas trinkt, aber ja. Glas ist Glas, ne? Ja, da haben wir 1,226 Millionen auf dem Konto. Wie gesagt, wenn wir gucken, also die zwei Felder, das ist schon der Plan, die noch zu kaufen, was uns nicht gehört. Das ist hier die 25 für 663 und 582. Also rund 1,25 Millionen, ne? So hätten wir fast. Also mit dem Verkauf dann auf jeden Fall. Und ja. Da besitzen wir dann, nachdem wir schuldenfrei sind, seit dem gestrigen Tag, sicherlich auch bald ganz gern statt. Ne? Das Einzige ist ein bisschen, was mich am meisten, ja, wir werden das hier nicht mehr im erntereifen Zustand sehen. Das glaube ich nicht. Obwohl noch zwei Wachstumsphasen kommen könnten, sprich jetzt zum dritten Tag Herbst und dann nochmal zum fünften Tag Herbst, also es wäre schon noch möglich, dass das Zuckerrohr erntereif wird. Da hätte man natürlich dann richtig, könnte man richtig noch hier rum, ringsherum rum, ne? Wie gesagt, hier Ölmühle, das sind drei Sorten, das holen wir dann. Wir holen uns jetzt erstmal hier in die Whisky, dann fahren wir noch oben in der Brauerei vorbei und holen uns noch das Bier. Beziehungsweise gucken wir mal, wo der Whisky hin muss, nicht, dass wir vom Bahnhof bringen dürfen. Dann braucht man natürlich bloß nebenan gehen, ne? Also es wird Winter, es kann schön klatschen und man rutscht, ne? So, machen wir den mal hier dazwischenfädeln. Ohne natürlich drüben den Trester mitzunehmen. Also Weinkälterei war man natürlich gar nicht, könnte man sicher auch Wein verkaufen und Saft verkaufen. Könnte man als nächstes auch noch machen, wenn wir das hier wegverkauft haben. Achso, hier stehen bloß 18 Paletten drauf. Okay. Machen wir vor das Autolot aus, nicht, dass wir wieder durcheinander was haben. Gucken wir mal schnell, wo der Whisky hin darf. Nicht, dass wir wirklich hier wegkutschen vom Bahnhof. So, da ist er hier, Whisky, guter Whisky, 2600 am Getränkehandel. Ja, ist auf der anderen Seite der Map. Dann schauen wir mal, ob wir noch das Bier mitkriegen hier. Guter Radeberger, ist es Radeberger überhaupt? Brauerei Einfahrt. Machen wir vorne das Autolot an. Und kriegt man die jetzt alle aufgesammelt, ja. Zack, zack.
Hinten, die kriegt man auch noch. Und? Fabrik kaputt? Doch, es klappert wieder. Läuft. So, voll ist. Wo kommt's Bier hin? Auch Getränkehandel. Das ist natürlich äußerst praktisch. Also das ist gut. Das ist zwar fallender Preis. Aber wir müssen bloß an eine Station. Weiß nicht, wenn wir jetzt gleich hier rüberfahren. Mit Volldampf. Müssen wir mal schnell auf die Karte gucken. Sind wir schon fast richtig. Wir müssen bloß noch links abbiegen hier. Wir können hier komplett durch, ne? So, das sind die Fahrer, mal sehen, mal vorsichtshalber hier noch Rundumleuchten anmachen. Sieht man es überhaupt? Ja, doch, sind an. Nicht, dass hier einer denkt, wir hätten keine Vorfahrt. Ne? Denn da passieren ja öfters Unfälle, ne? Dann wird wieder ein Schuldiger gesucht. So, wie weit ist er mit Scan? Na, fängt mit dem Vorgewende an, okay. Oder vielleicht auch nicht ganz fertig jetzt in der Folge. Weil er hat noch 4 Minuten. Wir haben hier wertvolle Fracht, ja, also hier, das darf nicht ein Tropfen daneben gehen, ne? Muss auch gekalkt werden, ne? Also die Kalkstreuer werden noch eine ganze Ecke unterwegs sein und wir sollten dann vielleicht auch in der nächsten Folge gucken, dass wir eventuell unten auch noch mit Düngerfabrik mit Wasser beliefern, ne? Das wäre auch gar nicht so abwegig. Ja, das wird unsere Spritze sein, ne? Die mit Unkrautdünger. So, laden wir gleich vorne das Bier ab. So, einen guten Whisky hinten hinterher. 140.000 fürs Bier. Den schickt man natürlich dann hier in die Winzerei und zum Paten. Und 193 für Whisky. Also für die drei Felder reicht es erstmal definitiv. Oh, wir stehen verkehrt rum. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Das würde hier wieder heilloses Chaos geben. Müssten wir mal hier vorne hinstellen. Sollte jetzt passen, ne? Oder? Ja. So, wie gesagt, das hier wird unsere Giftspritze sein. So, und da müssen wir jetzt mal gucken. Den werden wir jetzt zu Feld... Ach so, ich kriege keine Bodenbeschaffenheit. Das war ja wieder der Trick.
Was hat man gesagt? Es muss noch 35 und 36 muss auch gesputzt werden. 10 haben wir. 35, 36 und dann die Kandidaten noch hier drüben. Dann stellen wir mal hier einfach auf 35 um. Der Kurs kann raus. Ja, aber wir werden jetzt hier einstellen, werden wir ihn dann erst in der nächsten Folge. Denn die gibt es ja heute Nachmittag schon. Denn die ist jetzt rum. Hier ist auch ein Xerion fertig. Das wird ein Flug sein. Genauso sieht's aus. Da ist ein Arion fertig noch. Das ist der nächste Flug, oder? Ach nee, das war nochmal ein Kalkstreuer. Okay. Der auf der 2, der ist auch durch. Okay. Ja. Die anderen Kandidaten werden dann sicherlich in der nächsten Folge fertig. Obwohl er auch gleich hier unten ankommt. Ne? Der müsste jetzt auch hier, unser Scanner müsste doch auch die letzten Meter haben. Ne? Genau, die Bahn ein bisschen runter. Gut, Folge ist Schluss. Ich werde noch warten, bis er dort unten ist. Und dann sehen wir uns heute Nachmittag wieder. Also, wer möchte, Nachmittag geht's weiter. Bis dahin. Und tschüss.